Meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich habe ich immer wenig Freude, wenn man so schöne Musik hört, dann zu reden. Ich wüsste eine bessere Alternative. Ein Semesterauftakt unter diesen Bedingungen ist ja eigentlich auch eine Zumutung. Denn trotz des feierlichen Rahmens kann man ja nicht übersehen, wie sehr das Virus die Tonlage bestimmt. Dabei braucht jedes Ensemble Nähe. Und jetzt müssen wir uns im Abstand halten üben. Und dann spricht jetzt auch noch jemand zu Ihnen, der das Musizieren besser anderen überlässt und dessen Geigenspiel vor langer Zeit eher gefürchtet denn bewundert wurde. Aber ich freue mich gleichwohl, dass ich Ihr Semester eröffnen darf. Und es macht wirklich Freude, bei Ihnen zu sein. Und ich will Sie jetzt mit einer auch nicht ganz trivialen Frage beschäftigen. Wie klingt die Politik? Ich würde niemand verübeln, wenn die spontane Antwort auf diese Frage lautete: schrill und kakophonisch. So ist wohl der Ruf der Politik. Aber wenn sie nur aus Misstönen bestünde, hätte ich längst die Freude an der politischen Arbeit verloren. Was ist es also, was in den Ohren so vieler Menschen oft so unerträglich klingt? Und was ist das andere, das wir doch gemeinschaftlich als tragende Melodie in unserer Gesellschaft empfinden oder vermissen, also das Leitmotiv unseres Zusammenlebens? Der Grundton unserer Demokratie hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Das muss so sein, denn die Welt wandelt sich rasant und wir, die Menschen, ändern uns auch. Unsere Hörgewohnheiten und Erwartungen, die Lebensbedingungen, unser Empfinden für wichtige Werte wie Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Die braucht es für ein funktionierendes Miteinander, funktionierendes Miteinander aller unter dem Dach unseres Grundgesetzes, was ja zu Karlsruhe auch eine besondere Beziehung hat. Politik hat die Aufgabe, diese Werte aufzunehmen, zu verteidigen, durchzusetzen. Das Vorgehen der Politik ähnelt dabei bisweilen einer Fuge, in der ein Thema unzählige Male von verschiedenen Stimmen variiert wird und in der Wiederholung wächst, bis es alle im Ohr haben. Nehmen Sie den Klimaschutz. Es hat zwar lange, zu lange gebraucht, bis sich das Motiv der Nachhaltigkeit durchgesetzt hat. Auch nervte es zwischenzeitlich, weil es zum Ohrwurm zu werden drohte. Und doch kann sich inzwischen niemand Vernünftiges mehr diesem politischen Leitmotiv entziehen. Wir müssen nachhaltig wirtschaften, unsere begrenzten Ressourcen schonen, die Artenvielfalt auf unserem strapazierten Planeten schützen. Und es wird dazu einen langen Atem brauchen und noch viele Wiederholungen des immer gleichen Refrains. Wie die Themen sind auch die Motive des politischen Handels einem stetigen Wandel ausgesetzt. In einem Wechselspiel zwischen Souverän und gewählten Repräsentanten, einem Wechselspiel, in dem auch die Medien und der Kultur tragende Rollen zukommen. Jede haben Zeit und jede Gesellschaft haben ihre charakteristische Art und Weise, die Politik zu intonieren.
Wir haben vor nicht einmal 2 Wochen, Herr Vetter hat das angesprochen, an einen historisch bedeutenden Moment erinnert, an den 3. Oktober 1990 und die Vollendung der staatlichen Einheit unseres Landes. Wer das für uns Deutsche so wichtige Ereignis vor 30 Jahren miterlebt hat, wird ein besonderes Klangbild im Ohr haben. Es war freudig und es war vielstimmig. In den Jubel mischten sich damals auch leise Töne, auch Brechungen. Aber vor allem klang dieser Tag gar nicht triumphal, nicht blechernd, nicht dröhnend. Er brachte keine nationalistische Aufwallung hervor, sondern entwickelte eine eigene Würde, ein zurückgenommenes, aber gerade so doch spürbares Pathos. Und das entsprach der Situation. Es war etwas erreicht, für das es keine Anleitung gegeben hatte und das zuvor auch kaum realistisch schien. Die friedliche Revolution in der DDR, der Mauerfall, eine auf demokratischem Weg erreichte Einheit, der auch unsere europäischen Nachbarn und die einstigen Siegermächte des verheerenden Zweiten Weltkriegs zugestimmt haben. Der Weg dorthin war improvisiert. Die Rufe auf den Straßen in Leipzig, Berlin, Dresden, Helmut Kohls 10-Punkte-Plan, die 2+4-Verhandlungen. Es konnte für all das keinen Masterplan geben. Und wie in der Improvisation folgten die unzähligen Mitspieler in ihren Einsätzen doch bewährten Gesetzen des Zusammenspiels und sie erzeugten eine Harmonie. So atemberaubend dieser Moment, an dem der Kalte Krieg für uns zu Ende ging, auch war, er mündete nicht in einen fulminanten Schlussakkord. Es war vielen Menschen auch klar, wir fangen jetzt etwas Neues an. Der 3. Oktober war der Auftakt für ein noch nicht eingeübtes Zusammenspiel in der pluralen und jetzt gesamtdeutschen Gesellschaft. Wir erleben seitdem eine Situation fataler Gleichzeitigkeit. Unterschiedliche Entwicklungslinien in Ost und West, die berechtigte Forderung der Einwanderung, der Einwanderer in unserem Land, auch ihre Stimmen und kulturellen Prägungen angemessen einbringen zu können, soziale Veränderungen, die in der Stadt andere Ausprägungen haben als auf dem Land, Regionen, die prosperieren und andere, in denen sich die Menschen vernachlässigt fühlen. Neue Lebensentwürfe, kosmopolitische Erfahrungshorizonte und nicht mehr lineare Arbeitsbiografien entfernen die Generationen voneinander. Kurzum, wir haben es mit einer gewaltigen Ausdifferenzierung unserer Gesellschaft zu tun. Und Soziologen beschreiben die Folgen der Individualisierung und den Verlust eines Zusammengehörigkeitsgefühls. Paul Collier, der berühmte britische Entwicklungssoziologe, beispielsweise hat den Begriff der Rottweiler-Gesellschaft geprägt, dass alle starke Solisten sein wollen und sich kaum mehr in einen Chor einfügen, das hat einen neuen Sound geprägt. Aber im Kern geht es um den Verlust an Verlässlichkeit einer Gemeinschaft. Wir schätzen die geteilte Erfahrung und vermissen zugleich das Erleben gemeinsamer Werte, die Anerkennung gemeinsamer Regeln und funktionierende, durchschaubare politische Entscheidungswege. So ist der Mensch widersprüchlich. Wir wünschen uns ja trotz aller Vielstimmigkeit einen harmonischen Gleichklang, denn der ist für ein gutes Zusammenleben entscheidend. Verbindlichkeit ist im gesellschaftlichen Miteinander notwendig. Das weiß übrigens jeder Musiker, gleich ob er Solist ist, Orchestermusiker, Chormitglied oder Dirigent.
obwohl es der überwiegenden Mehrheit der Menschen in unserem Land objektiv gut geht und unser Staat auch viele Härten abfedert, bemerken wir, dass im öffentlichen Diskurs düsterer Zukunftspessimismus und diffuse Unmutsäußerungen zunehmen. Unsere Gesellschaft ist eigentlich gerade auch im Vergleich zu anderen befriedet und doch zugleich voller Differenzen, in jedem Fall unübersichtlich und oft fern davon, sich als Einheit zu begreifen. Das stellt die Mitglieder der Gesellschaft und es stellt die politischen Akteure vor große Herausforderungen. Zusammenhalt wird zu einer Beschwörungsformel, zu einer Wunschvorstellung, zu einem Akkord, der sich nicht auflösen lassen will. Und die Politik erreichen in dieser Situation die unterschiedlichsten Misstöne. Ja, sie erzeugt auch nicht selbst immer nur Wohlklang. Es wird schwieriger, das Gegenüber zu überzeugen, wenn zugleich viele andere versuchen, das Gegenüber zu überwältigen. Es wird anstrengender, komplexe Zusammenhänge aufzulösen, in politischen Diskussionen zu differenzieren. Und es ist oft kaum möglich, herauszuhören, wo guter Wille und konstruktive, in die Zukunft weisende Ideen vorgetragen werden und wo sich Protest in der destruktiven Verweigerung jeglicher Entwicklung erschöpft. Wir leben in einer spannungsreichen Zeit, weil bekannte und bewährte politische Grundtöne nicht mehr gehört, manche Melodien auch gar nicht mehr angestimmt werden. Die Parteien verlieren, wie auch Gewerkschaften oder Kirchen, ihre Bindekraft. Sie haben sich zum Teil zu langsam den veränderten Realitäten gestellt und sie kommen mit den neuen, vielfältigen Erwartungen ihrer stark ausdifferenzierten Klientel nicht mehr mit. Eingängige politische Leitmotive zu finden ist schwierig, wenn sich das Gemeinwohl immer stärker in Partikularinteressen teilt. Und wenn Populisten sich einfach der Gassenhauer bedienen, um ihre Gefolgschaft hinter sich zu bringen. Das mag aufrütteln und provozieren, aber verantwortliche Politik zu orchestrieren, ist etwas anderes. Und das hat für die Demokratie in Deutschland schwerwiegende Folgen. Zwischen der Politik und den Bürgern springt der Funke oft nicht mehr über. Das notwendige Wechselspiel zwischen Innovation und Tradition, zwischen Modernisierung und Bewahrung ist in Unordnung geraten. Die Regeln des Zusammenspiels scheinen für zu viele nicht mehr verbindlich. Es ist, als hätten wir eine gemeinsame Tonlage verlassen, uns aber noch nicht auf eine neue eingestimmt. Das hat sich übrigens angesichts der Pandemie kaum geändert. Das Virus zwang zwar auch die Politik mit gewohnten Rhythmen radikal zu brechen und es zwang die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur und leider auch wichtige Bildungsrichtungen in eine ungewöhnlich lange Pause zu schicken. Pausen können zwar entschleunigen, aber Zwangspausen sind zunehmend spannungsreich. Einerseits ist angesichts der relativ erfolgreichen Eindämmung des Virus das Vertrauen in die politisch Verantwortlichen gewachsen. Krisen sind von jeher Zeiten der Exekutive. Aber es kann gleichwohl niemanden wundern, dass erhebliche Einschränkungen unserer Freiheit keinen langanhaltenden Beifall auslösen können. Es war aus heutiger Sicht wohl dennoch richtig, diese Zäsur zu verfügen. Sie hat übrigens, anders als einige glauben machen wollen, nie unseren Rechtsstaat außer Kraft gesetzt oder gar die Demokratie ausgehebelt. Das Parlament hat auch unter den besonderen Bedingungen des Lockdown getagt. Die Abgeordneten haben übrigens in dieser Zeit in ihrer überwiegenden Mehrheit eher ruhige Töne angeschlagen, sachlich debattiert, mit klaren Mehrheiten Entscheidungen getroffen, nicht zuletzt um die Folgen der Pandemie abzufedern. Es wurde nichts schön oder weggeredet.
Vielleicht verbessert sich mit der Ernsthaftigkeit der Lage auch wieder die Debattenkultur im Bundestag insgesamt. Denn die leidet unter anderem darunter, dass wir unsere Geschäftsordnung in einem interessanten Punkt eher großzügig auslegen. In der Geschäftsordnung heißt es nämlich, die Redner sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag. Aber es hat sich leider weitgehend das Singen vom Blatt durchgesetzt. Und trotzdem trifft nicht jeder den Ton. Das Ablesen der Reden tut der Kultur im Hause und der Auftrittswirkung nicht unbedingt gut. Es ist vor allen Dingen nicht gut für den Dialog, den eigentlich die Debatte ja zwischen unterschiedlichen Meinungen und Positionen ermöglichen soll. Und im Übrigen auch, das ist Politik. Selbst bedeutende Solisten sind nicht immer und alle textsicher. Wir haben jedenfalls alle in dieser Zeit viel lernen müssen. Und dieses Leben, dieses Lernen ist längst nicht zu einem Abschluss gekommen. Ich habe dennoch die Hoffnung, dass wir in der Zeit des Lockdown ein bisschen zur Besinnung gekommen sind. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass das jetzt in dieser schwierigen Phase, wo wir diskutieren und akzeptieren müssen und nicht akzeptieren wollen, dass vielleicht doch wieder gewisse zusätzliche Einschränkungen von uns freiwillig übernommen werden sollen, um Schwereres zu vermeiden. Ich beneide alle die, die jetzt in Bund, Ländern und Kommunen exekutive Verantwortung nun wirklich nicht. Aber wir haben eben auch im Verzicht auf Konzerte, Theater, Museums- oder Kinobesuche gespürt, wie wichtig das unmittelbare und das gemeinschaftliche Erleben von Kunst und Kultur für jeden von uns ist. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder in schlechte Gewohnheiten verfallen und dass wir auch künftig jene mehr würdigen, die im Trubel des Alltags kaum zu vernehmen sind, weil sie voll auf damit beschäftigt sind, ihre Aufgaben in unserer Gesellschaft zu erfüllen und für den Ruf nach Aufmerksamkeit gar keine Zeit haben. Zum Beispiel die unzähligen Menschen in unserem Gesundheitssystem, in Polizei, Pflege und Sozialwesen. Sie hatten übrigens keine Wahl. Sie mussten weiterarbeiten und waren dabei der Ansteckung ausgesetzt. Übrigens, dass dem medizinischen Personal der Krankenhäuser in vielen Stadtteilen applaudiert wurde, hat einige der so Geehrten, wie ich weiß, verärgert. Und das finde ich verständlich, denn sie verdienen diesen Applaus eben nicht nur in Ausnahmesituationen, sondern eigentlich täglich und nicht nur, wenn alle übrigen gerade mal Zeit dafür haben. Der Wert ihrer Arbeit ist, und das haben sie mit Künstlern gemeint, in Geld nicht aufzuwiegen, was aber nicht die Arbeitgeber und auch das Publikum davon abhalten sollte, ihre Entlohnung zu überdenken. Ein großes Lob verdienen auch die Menschen, die im Frühjahr viel Fantasie und Kraft darauf verwandt haben, trotz der nicht möglichen physischen Begegnung von Schülern und Lehrern, Studierenden und Professoren dem Lehrbetrieb eine neue Form zu geben. Vielleicht hat uns das sogar in der Digitalisierung in Deutschland auch einen dringend notwendigen Schub gegeben. Ich hoffe auch, dass wir in der Stille, in der Zeit der Stille, die Kunst des Zuhörens für uns besser oder wiederentdeckt haben, gerade in der Poetik. Denn viele alte Hörgewohnheiten taugen gar nicht mehr. Wir brauchen Geduld, um uns in den veränderten Klang der Welt einzuhören. Es ist wie mit der neuen Musik, aber eigentlich mit jeder Musik, wenn sie zum ersten Mal erklingt. Das soll auch bei der Klassik so gewesen sein. Sie wird erst so angenehm zu hören, wenn man sich an das Hören gewöhnt hat. Vom ersten Ton an betört sie auch nicht gleich. Hören ist eine Gewohnheit. Das ist zugleich das Tröstliche. Wir kennen nämlich Hören lernen. Und wir können zuhören lernen. Dass ich hier eine letzte Parallele zwischen Ihrer Lebenswelt in der Musik und meiner in der Politik sehe, wird Sie auch nicht wundern. Politik muss die Geduld aufbringen, an ihrem Klang zu arbeiten,
an einer Balance zwischen Dur und Moll. Sie muss Raum für Zwischentöne lassen, wenn sie für ihre, wie ich unterstelle, guten Absichten eine Politik finden will. Denn eins kann die Politik im Gegensatz zur Musik eben nicht. Sie kann nicht das Hier und Jetzt transzendieren. Das bleibt der Musik vorbehalten. Sie ist universell, sie kann trösten, sie kann Emotionen schüren und kanalisieren, sie kann uns erwecken und erheben. Und sie vermag ganz gewiss noch besser als die Politik, Menschen miteinander zu verbinden. Und meine Damen und Herren, wie heißt es bei Shakespeare? Der Rest ist Schweigen. Ich danke Ihnen.